Havanna putzt sich raus. Bis zur letzten Minute werden Fassaden gestrichen, Straßen ausgebessert. Das erste Mal seit 88 Jahren besucht ein US-amerikanischer Präsident die Insel. Viele hoffen, dass das sozialistische Land sich weiter öffnet. Seit der Revolution waren noch nie so viele US-Flaggen in der Hauptstadt zu sehen. Es gibt aber auch Kubaner, die den Besuch zum jetzigen Zeitpunkt kritisieren. Berta Soler ist das Gesicht der Damas de Blanco, einer Gruppe von Frauen, die seit vielen Jahren für die Freilassung politischer Gefangener kämpfen. Ich werde für die Veränderungen in Kuba kämpfen, die mehr sind als nur kosmetische Veränderungen, die keines unserer Probleme lösen. Aus ihrer Perspektive hat sich die Situation in letzter Zeit nicht verbessert. Wir haben keine Angst, aber wir denken, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Präsident Obama ist, nach Kuba zu kommen. Denn er sagte, er würde erst kommen, wenn es Fortschritte bei den Menschenrechten gäbe. Und in der Realität gibt es keine echten Fortschritte bei den Menschenrechten. Unabhängige Medien sind in Kuba verboten, bis auf Online-Medien. Als die kubanische Verfassung geschrieben wurde, gab es noch kein Internet. Elaine Diaz hat ein Online-Portal gegründet, um als Journalistin für ein freieres Kuba zu kämpfen. Was die Bedeutung der Pressefreiheit in Kuba anbelangt, ist es sehr wichtig, dass es eine Macht oder eine Gruppe gibt, die als eine Art Aufpasser fungiert. Ein Garant dafür ist, dass diese Veränderungen, die hier passieren, in die richtige Richtung gehen und die fähig ist, ein Dialog zwischen der politischen Macht, Vertretern der Wirtschaft und den Staatsbürgern zu organisieren. Um diese Aufgabe zu erfüllen, holen sich junge kubanische Journalisten auch Unterstützung aus dem Ausland. Abraham Jimenez betreibt ein Online-Magazin mit der Hilfe junger Exilkubaner aus Miami, Mexiko und London. Jetzt haben wir ein Medium, das uns gehört, ohne dass es von einem Politiker oder dem Staat beeinflusst wird. Das zeigt, dass sich in Kuba etwas zu verändern beginnt. Wenn eine Gruppe von jungen Menschen unter 30 Jahren ein unabhängiges Medium gründen kann, dann spricht das deutlich dafür, dass das heutige Kuba ein anderes ist. Die Kommunistische Partei Kubas kommt in einem Monat zusammen. Dann zeigt sich, welchen Weg das Land nach dem Obama-Besuch einschlägt und wie die Zukunft der Kubaner aussieht.